Regal. Auch nicht. Aber vielleicht sind sie ja vor dem Regal. Ich hab's, sie sind auf dem Regal. Ah! Ihr könnt jetzt runterkommen, wir spielen nicht mehr Verstecken. Das ist nicht witzig. Und weh, versucht mich zu erschrecken. Ich habe erst kürzlich gelesen, dass Erschrecken bleibende Schäden hinterlässt. Und Schäden hast du ja schon genug. Stimmt's? Also Annabel, ich muss schon sagen, deine Zähne sind zwar vergilbt und sie zerfallen bei einer einzigen Berührung, aber dein Verstand ist noch immer jung, frisch wie eine neue Flagge. Oho, danke vielmals für dieses fabelhafte Kompliment, Fräulein Kunigunde. Heute ist ein fabelhafter Tag, nicht wahr? Ich war gerade dabei, den Staub von meinem fabelhaften Rücken zu kehren, als plötzlich dieses junge Fräulein kam in den Gedanken, sie müsste den gesamten fabelhaften Staub aufwirbeln, der sich in den letzten Jahrhunderten über uns gelegt hat. Meinst du etwa, das junge Fräulein da drüben, das uns gerade anstaubt, als wären wir billige Taschenbuchausgaben? Fabelhaft. Absolut fabelhaft. Und wie ist dein Name auf brausende Fräulein? Mein Name? Wish, dein Name. Mein Name ist Crazy Eyes. Alors, du bist auf der Suche nach deinen Freunden? Ja, ich habe sie schon überall gesucht, aber noch nicht gefunden. Da können wir dir leider nicht helfen. Aber vielleicht findest du was in den anderen Büchern. Büchern? Gibt's da etwa noch mehr von euch? Das ist eine Bibliothek, meine Liebe. Natürlich gibt es da noch mehr Bücher. Ja, wenn das so ist, dann suche sie halt in den Büchern. Ich weiß nicht. Hier sollten wir nicht sein. Hier werden sie schon nicht sein. Wir sollten woanders hingehen. Den Bann aufheben. Parallelwelt. Plötzliches Verschwinden von Menschen. Verzauberte Leiter. Kompliziert. Was meinen die nur mit Parallelwelt? Soll es etwa... Nein. Sind die Schüler etwa alle unter die Leiter durchgegangen und dann in die Parallelwelt geraten? Das kann nicht sein. Aber vielleicht... Kinder, habt ihr schon wen gefunden? Oder etwas, das darauf hinweist, wo die Verschwunden sein könnten? Hattet ihr Erfolg? Du meine Güte, sind das alle? Oh nein, schon wieder sind welche verschwunden. Ein Geheimcode. Tinge, Ting, Reru, Ekus. Naht? Das ist eine Geheimschrift. Hätte ich mir denken können. Du gut wieder. Nichts passiert. Wird wiederkommen. Ach, Lorin. Joe wird da draußen in der Wildnis ohne mich und seinem Mandy sterben. Es ist schrecklich. Wo ist meine Tasche? Wie ich sehe, hattet ihr auch keinen Erfolg. Johann ist verschwunden. Und wo ist eigentlich Herr Brei? Und was ist mit dem Rest? Alle verschwunden. Kommen Sie. Sie suchen im Wald. Ich hole Hilfe. Wo ist eigentlich Crazy Eyes? Sitzt sicher in der Bibliothek und liest. Stimmt, da ist sie. Schaut her, was ich gerade für einen interessanten Fund gemacht habe. Ein altes, verstaubtes Buch. Wow, und das alte Teil soll jetzt die Rettung sein? Es ist kein normales Buch. Seht her. Seht ihr diese eigenartigen Wörter? Tinge, ting, ro, ekus, naht. Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Was hält her, was ich noch gefunden habe? Hier steht etwas von einer magischen Beschwörung unter einer Leiter. Ihr Leiter hat runtergegangen. Lern Deutsch, der Geblabber versteht eh keiner. Lern du dich zu artikulieren. Lorraine hat recht.
dumm, dass ich nicht selber draufgekommen bin. Die Leiter ist der Schlüssel. Erinnert ihr euch noch an unsere Ankunft? Sind wir alle unter die Leiter durchgegangen und seitdem haben wir diesen eigenartigen Juckreiz. Erinnere mich bloß nicht daran. Jucken ist so etwas Ekelerregendes. Vielleicht solltest du öfters von einer bewährten Erfindung namens Dusche Gebrauch machen. Mich juckt nichts. Spare deine Kommentare. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Mich kratzt nicht. Moni, was ist mit dir? Moni, wo bist Moni, du? Moni, Moni, Moni. Oh Gott, jetzt ist die auch noch weg. Moni. Die ist sicher in meinem Rad gefolgt und die ist nicht duschen gegangen. Moni. Komm schnell, alle in den Wald. Wir werden sie schon wieder finden. Moni. Smart. Lies rückwärts. Gute Idee. B, E, G, I, N, N, C. Warte, ich schreibe mit. B, E, G, I, N, N, T. Beginnt. Beginnt. M, I, T. Mit. Beginnt mit. Das ergibt Sinn. E-U-R-E-R-S-U-C-H-E-D-A-N-N. Eure Suche. Beginnt mit eurer Suche dann. Zum Wald, ihr findet eine Birke bald. Auf dem Weg von ihr müsst ihr marschieren, dabei dürft ihr euch nicht verlieren. Am Ende des Weges findet ihr einen Turm, der sich schlängelt wie ein grauer Wurm. An diesem magischen Ort findet ihr das Lösungswort. Ich glaube, diese Richtung ist gemeint. So sehe ich es auch. Los jetzt, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wie matschig, meine Schuhe werden ganz dreckig. Hallo? Meine Schuhe werden ganz dreckig.
Du kannst es mit H2O wieder reinigen. Mir ist kalt, ich bin dreckig und ich will nach Hause. Dann trink Alkohol, das wärmt und löst deine Probleme. Kein Trinken Alkohol, keine Lösung. Doch, Alkohol ist eine Lösung. Hast du in Chemie nie aufgepasst, Lorraine? Ethanol besteht aus drei Stoffen und ist homogen. Es ist eine Lösung. Was genau stand im Buch? Beginnt mit eurer Suche dann, wenn man nichts mehr sehen kann. Dunkel ist es. Doch ihr werdet nicht im Dunkeln gehen, denn ihr müsst unter den Sternen stehen. Also wenn wir gehen, können wir nicht gleichzeitig stehen. Geht weg vom Gasthof hin zum Wald, dort findet ihr eine Birke bald. Die war dort hinten. Auf dem Wege müsst ihr marschieren und dabei die Geduld nicht verlieren. Also ruhig, Lolita. Am Ende des Weges findet ihr einen Turm, der sich schlängelt wie ein grauer Wurm. An diesem magischen Ort findet ihr das Lösungswort. Die pinke Flower Power ist verschwunden. Wenigstens sind wir jetzt schneller. Wir werden es schon finden. Kommt, beeilt euch, bevor wir auch noch verschwinden. Findet ihr das Lösungswort. Beeilt euch, schnell, rasch alle rauf! Sobald ihr auf dem Turm steht und nichts anderes als Sterne seht, schaut in den Himmel rauf geschwind, sonst verschwindet noch ein Kind. Es muss irgendwo in den Sternen stehen. Vielleicht. Dort! Mu! XX! WB! W? Ich finde nichts. Mu! Mu! Da! Da links stehen was! Musik! 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 Soll das schon das Lösungswort sein?